Update Sport ist wieder da und es geht um den CHIO in Aachen. Es geht um Mesut Özil. Er hat sich geäußert zum Erdogan-Foto und die deutschen Leichtathletikmeisterschaften finden oder haben auch stattgefunden. Das alles jetzt. Und damit herzlich willkommen zu Update Sport am heutigen Sonntag. Ja, die Sommerpause oder beziehungsweise die WM-Pause für Update Sport ist vorbei. Ab sofort gibt es jetzt auch um 18 Uhr, wie jeden Sonntag, die wichtigsten Meldungen vom Sport aus dieser Woche. Eine Meldung kann ich schon vorwegnehmen, aber die habt ihr wahrscheinlich dann schon auf derchotv.de gelesen. Lewis Hamilton hat den großen Preis von Deutschland gewonnen, wahrscheinlich den letzten großen Preis von Deutschland am Hockenheimring. Sebastian Vettel hat es leider nicht wieder geschafft, aber wie schon gesagt, das könnt ihr auf unserer Homepage lesen, auf derchotv.de. Wir kommen aber jetzt zum Pferdesport, was auch ein, sagen wir mal, eine Randsportart hier bei Update Sport ist. Wir bemühen uns ja immer wieder in diesem Format ja auch uns mehr, anstatt uns nur um Fußball oder Motorsport uns zu befassen. Und deswegen kommen wir jetzt zum CHIO in Aachen. Ist heute zu Ende gegangen und da gab es natürlich mal wieder einen Sieg. Was hätte man auch gedacht? Und zwar nämlich von Isabel Werth. Sie hat nämlich zum 12. Mal insgesamt nämlich den großen Dressurpreis von Aachen gewonnen. Die 49-Jährige aus Rheinberg setzte sich heute beim CHIO nämlich in der Kür nämlich durch. Für den Auftritt mit ihrem Pferd Emilio hat nämlich die sechsmalige Olympiasiegerin genau 87,550% geschafft. Auf den zweiten Platz kam die Amerikanerin im Abschluss der Dressurwettbewerbe beim größten Reitturnier der Welt, die Amerikanerin Casey Perry Glass mit ihrem Pferd Doublet mit 85,205% und das zweitbeste deutsche Ergebnis war von Helen Langenhahnberg aus Billerbeck mit ihrem Pferd Dempsey. Da gab es 82,575%. Ja, damit ist es aber auch für Isabel Werth ein großes Happy End bei dem CHIO, denn am Donnerstag sah es nämlich nicht so gut für sie aus, denn sie hatte mit Emilio beim Grand Prix das schlechteste Ergebnis der vier deutschen Starterinnen nämlich geliefert. Gestern dann zum Special hat sie zudem auch die Nationalmannschaft und bei der Nationalmannschaft nämlich auch die Teamwertung gewonnen und damit auch herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Wenn es zu Beginn schlecht läuft, läuft es dann am Ende auch vielleicht besser. Und das kann sich auch anscheinend auch Mesut Özil denken, denn damit kommen wir zum Fußball und zur deutschen Fußballnationalmannschaft, eigentlich auch zum Thema der Woche. Und damit reden wir weiterhin über die DFB-Krise. Generell wollten wir eigentlich darüber berichten, dass nämlich sich ja der DFB sich mit unter anderem den Regionalverbänden, aber auch mit Bundestrainer Löw und Oliver Bierhoff, dem Manager, sich ausgesprochen hatte, um natürlich auch personelle Konsequenzen rauszusuchen. Am Ende kam da nur eine raus, die war aber dann freiwillig von Dr. Müller-Wohlfahrt. Er wird nämlich nicht mehr Mannschaftsarzt der deutschen Fußballnationalmannschaft sein, vom FC Bayern schon. Aber dennoch gab es geradewegs neben diesem Krisentreffen eine Äußerung, und zwar nämlich von Mesut Özil selbst. Wie ihr wisst, vor der WM gab es diese große Diskussion um das Foto mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, wo unter anderem auch noch İlkay Gündoğan mit dabei war, der ja auch sich dazu geäußert hat im Trainingslager vor der WM, aber das hat das DFB-Team nicht in die zur Ruhe gebracht. Özil bis heute hat er sich nicht dazu geäußert und nun hat er das getan, auch noch über Twitter und das auch auf Englisch in einer kurzen Erklärung. Ja, er verwies dabei auf diese, warum er dieses Foto gemacht hat, nämlich auch auf seine türkischen Wurzeln. Zitat: Ich habe zwei Herzen, ein deutsches und ein türkisches. Seine Mutter habe ihm seiner Kindheit beigebracht, immer respektvoll zu sein und nie zu vergessen, woher er komme. An diese Werte denkt er bis heute. Das haben unter anderem auch Medien geschrieben und seitdem hat man auch immer wieder darauf gewartet, dass man das
immer wieder machte. Özil wollte auch mit diesem Bild zeigen, dass es keine politischen Absichten war, denn wir alle wissen, wenn wir aufs Politische in der Türkei zurückblicken, im Juni fanden ja Parlaments- und Präsidentenwahl am gleichen Tag statt und dadurch ist ja auch das neue Präsidialsystem in Kraft getreten, wo ja für auch der türkische Präsident im Ausland bei den Auslandstürken unbedingt werben wollte. Und er wisse auch, dass das Bild mit Erdogan auch ein großes Echo ausgelöst hat, vorwiegend in den deutschen Medien. Und er sagte auch, Zitat, das Bild habe keine politischen Absichten, auch wenn ihm vielleicht einige Leute der Lüge oder auch der Täuschung bezichtigen. Und das meinte er natürlich auch geradewegs nicht nur zu Erdogan, sondern auch zu ihm selbst. Ein Bild mit Erdogan habe für ihn nichts mit Politik oder Wahlen zu tun gehabt, hieß es. Er sei damit auch mit seinem Respekt gegenüber dem höchsten Amt im Land seiner Familie. Und damit wollte er nämlich den Ausdruck zeigen, dass er nämlich davor großen Respekt hat. Weiter schrieb er, mein Beruf ist Fußballspieler und nicht Politiker und unser Treffen war keine Billigung irgendeiner Politik. Und so sagte auch Özil weiter oder schrieb auch Özil weiter, dass es nämlich geradewegs nur um Fußball ging, also bedeutete geradewegs, wie es wahrscheinlich auch um ihn selbst ging. Zum Beispiel habe er sich erstmals mit Erdogan vor 8 Jahren, 2010, getroffen. Damals war er noch Ministerpräsident, aber so wie heute auch jetzt Regierungschef, nachdem er dieser zusammen mit Bundeskanzlerin Merkel ja auch das Spiel zwischen Deutschland und der Türkei in Berlin besucht habe. Da gab es das erste Treffen und da ging es auch nur um Fußball, wie auch bei dem Treffen im Mai. Sich nicht mit Erdogan zu treffen, hätte bedeutet, dass für Özil anscheinend bedeutet, dass die Wurzeln seiner Vorfahren nicht zu respektieren sei, erklärte er. Zitat, für mich ging es nicht darum, wer Präsident war, es ging darum, dass es der Präsident war. Und wie auch immer das Ergebnis dieser Wahl oder der Wahl davor gewesen wäre, er hätte das Bild auf jeden Fall gemacht. Also er stand dann ganz zu diesem Bild, egal natürlich, wer der Präsident gewesen wäre, denn es ging nur um eins, halt um die Würde des Landes, seiner Familie halt auch zu schützen, um sie auch zu respektieren. Was man hier drin auch nochmal sehen kann. Klar, dass es die Medien und auch geradewegs der DFB anders gesehen hat, wo dann auch die Kritik nämlich herkam, denn da griff er nämlich vor allem einen Sponsor der Fußballnationalmannschaft, aber auch unter anderem die Medien nämlich an und die griff er scharf an. Zum Beispiel einer bestimmten deutschen Zeitung, wir können uns denken, welche, wahrscheinlich die mit den 4 Buchstaben, B-I-L-D, ja, alles geplant, liebe Bild. Er warf nämlich dieser Zeitung vor, dass das Foto für rechte Propaganda zu nutzen, um ihre, Zitat, politischen Interessen voranzutreiben. Also damit hat er auch unter anderem nochmal einen Seitenhieb Richtung AfD gehauen, die ja unter anderem ja auch zum Beispiel ja den Rücktritt von Özil aus der Fußballnationalmannschaft ja gefordert haben. Und die Doppelmoral in der Berichterstattung sei enttäuschend gewesen. Außerdem hat er auch einem Sponsor vorgeworfen, ihn nach dem umstrittenen Bild aus der Werbekampagne sogar entfernt und fand das auch nicht so toll. Alle weiteren PR-Aktivitäten, für die er eigentlich vorgesehen war, seien hiermit gestrichen worden. Zitat, für sie war es nicht länger gut, mit mir gesehen zu werden. Sie nannten diese Situation Krisenmanagement. Zitat Ende. Den Namen des Sponsors hat er auch nicht verraten. Welcher Sponsor das auch sein wird, das werden wir auch wohl nicht erfahren wollen. Trotzdem, da werden sich die Medien auch wohl gerne drauf hauen wollen. Trotzdem, durch diese ganze Sache hat nämlich auch eine Benefizaktion von Özil gelitten, die nämlich in seiner früheren Schule in Gelsenkirchen nämlich hätte stattfinden sollen. Sie fand nämlich nicht statt. Die Partner haben nämlich wenige Tage vorher diese ganze abgesagt und wollten auch nicht mehr mit ihm arbeiten. Auch von der Schule habe es eine Absage gegeben und Özil schrieb auch hier, Zitat, ganz ehrlich, das tat wirklich weh. Wie man das Ganze jetzt auch verarbeiten kann oder wie man das Ganze auch nun, sagen wir mal, sehen will, das liegt auch in eurer Entscheidung. Was haltet ihr davon? Hat sich Özil nun rechtzeitig geäußert oder hätte diese Äußerung schon früher stattgefunden? Er hat ja selbst auch noch gesagt, er hätte nun Wochen Zeit gehabt, um sich das Ganze auch nochmal zu erklären, geradewegs auch 4 Wochen nach dem deutschen Aus in der Vorrunde bei der WM, was es ja vorher noch nie gegeben hat. Eure Meinung gerne dazu in die Kommentare und ich würde gerne von euch wissen, sollte Mesut Özil trotzdem auch nach dieser Äußerung als Nationalspieler
für Deutschland weitermachen. Ich möchte gerne eine sachliche und eine normale Diskussion. Rassistische Kommentare werden entsprechend sofort gelöscht und auch entsprechend gemeldet, weil wir hier normal und sachlich kommentieren wollen und uns nicht mit dem Dreck anderer, wie es halt auch so schön hier heißt, rechte Propaganda, da wollen wir auch nicht mitmachen. Ehrliche Meinung, richtige Meinung, ohne Beleidigung, bitte gerne von euch in die Kommentare. Das würde mich auch sehr freuen. So, an dieser Stelle sollten eigentlich auch die News der Woche nämlich gleich noch kommen. Aber daher, dass ich wenig Zeit hatte, denn diese Sendung ist so aktuell wie keine andere Update-Sendung in diesem Jahr, deswegen wir direkt zum zweiten und letzten Thema für heute kommen. Und ja, die News der Woche gibt's heute einfach nicht. Punkt. Nächste Woche wird sie dann wieder geben, aber wie schon gesagt, bei Update Sport. Das will ich aber am Ende dann gleich auch nochmal sagen. Wir kommen nämlich jetzt zur deutschen Leichtathletikmeisterschaft, die natürlich auch stattgefunden haben. Und da ging es natürlich sehr, sehr gut los, geradewegs bei den 100-Meter-Läufen. Da gab es nämlich unter anderem eine große Überraschung, und zwar nämlich vom jungen Kevin Kranz. Er hat nämlich gegen den deutschen Rekordhalter Julian Reuß beim 100-Meter-Lauf mit 10,28 Sekunden nämlich gewonnen. Zuletzt fünfmal in Serie hatte das Reuß geschafft. Nun der junge Kranz. Bei den Frauen hatte Titelverteidigerin Gina Lückenkämper sich, die sich ja auch für die EM in Berlin, was ja Anfang August stattfinden wird, schon bereits nominiert ist, mit 11,15 Sekunden sich vor Lisa Marie Quaire aus Berlin durchgesetzt und die bereits über 100 und 200 Meter für die nominierten deutschen Hallenmeisterin Tatjana Pinto, die startet nur in Nürnberg, nur in der Staffel. Einen richtigen Diskus-Krimi gab es zwischen den Harting-Brüdern. Robert Harting hatte gestern nämlich im letzten Moment nun den Traum von seiner Heim-EM in Berlin nun möglich machen können und hat nämlich dann in den nämlich mit 63,92 Metern Rang 3 gesichert und somit geradewegs auch noch den nötigen freien Startplatz der DLV, des Deutschen Leichtathletikverbands, bei dem Saisonhöhepunkt der Hauptstadt. Gewonnen hat sein Bruder Christoph Harting, der Olympiasieger von 2016, hatte bereits im ersten Versuch mit 66,98 Metern nämlich schon gewonnen und hatte danach auch seinen Wettkampf stumpf beendet. Damit hatte er das Ticket für Berlin auch dementsprechend sicher gehabt. Zweiter wurde der Olympiadritte Daniel Jarianski aus Wattenscheid mit 64,82 Meter. Außerdem waren an dem gestrigen Samstag, der in Nürnberg vorwiegend auch im Süden Deutschlands deutlich verregnet war, nämlich hat sich dort auch Pamela Dukcevic aus Wattenscheid sich nämlich beim 100 Metern Hürdenlauf im Meisterschaftsrekord sich den Titel gesichert in 12,69 Sekunden. Das mit Spannung erwartete Duell mit der Europameisterin Cindy Rödler fiel aus, denn sie wurde nach einem Fehlstart im Halbfinale disqualifiziert. Lief auch nicht so gut, wie es eigentlich sein sollte. Beim Stabhochsprung hat nämlich der ehemalige Weltmeister Raphael Holzdeppe nämlich aufgrund der wittrigen Bedingungen ganz auf seinen Start verzichtet. Entsprechend war er auch aber schon für die EM in Berlin qualifiziert. Dadurch hatte dann wie im Vorjahr Bokanda Litterbare aus Leverkusen mit 5,50 Meter gesiegt. Geradewegs auch beim Wurftrainerteam hatte sich nämlich auch entsprechende Meldungen gegeben. So hat nämlich Idis Gonschninka, der leitende Direktor Sport im DLV vor dem Wettkampf, nämlich auch erklärt, das DLV-Wurfteam hat sich in einem Meeting im Rahmen der Deutschen Meisterschaft in Nürnberg eindeutig für eine EM-Nominierung der beiden Harting-Brüder, so heißt es, in Nürnberg bestplatzierten am 3. Juli nicht nominierten Athleten ausgesprochen. Also sprich, geradewegs die nicht nominiert wurden. Harting schaffte es hier ganz knapp, unabhängig hier der erzielten Weiten. Und ausgerechnet in seiner letzten Saison, in der Abschiedssaison, hat nämlich Robert Harting geradewegs mit Verletzungen gekämpft und war auch gehandicapt. Also fit genug war er hier entsprechend nicht. Im Frühjahr hatte sich nämlich die Quadrats-Sehne im rechten Knie gerissen. Das Training war leider nur eingeschränkt möglich und seinen letzten Wettkampf bestritt er beim ISTAF
im September letzten Jahres in Berlin. Zuvor stand er allerdings noch einmal, will er aber auch noch mal bei der WM im Ring stehen. Sein Bruder kommentierte das Ganze einfach so, Zitat, natürlich freue ich mich, dass es Robert geschafft hat. Darauf habe ich auch immer gesetzt. Und Robert Harting selbst sagte dazu, Zitat, es war eine Quälerei, körperlich fühlt es sich teilweise furchtbar an, aber scheitern war keine Option. Jetzt bin ich sehr erleichtert. Das sind wir auch, denn auch über die Europameisterschaften in der Leichtathletik werden wir berichten an diesem Wochenende. Also auch hier bei Update Sport, wo es dann auch die nächste Ausgabe geben wird. Damit sind wir dann auch durch schon mit Update Sport für diese Woche. Wie schon gesagt, die News der Woche fallen heute ausnahmsweise mal aus. Und deswegen eine recht kurze und knackige Sendung, eine Comeback-Sendung, so kann man das sagen, nach 5 Wochen Pause. Das muss man sich auch erstmal wieder an der Zunge zergehen lassen und ab jetzt auch immer sonntags um 18 Uhr. Ja, paar Hinweise habe ich noch für euch und zwar nämlich einmal natürlich einen entsprechenden Stream, der heute Abend nicht stattfinden wird. Der heutige Stream, der in gut 2 Stunden um 20 Uhr stattfinden sollte, fällt aus. Den nächsten Stream wird es erst in gut über einer Woche geben, denn da sage ich gleich auch nochmal was dazu. Außerdem wird es morgen dann wie immer weitergehen mit Pokémon Heart Gold. Morgen gibt es die nächste Folge wie immer um 12 Uhr hier auf unserem YouTube-Kanal auf youtube.com/derchotv, aber auch auf unserer Homepage auf derchotv.de. Da könnt ihr natürlich auch mal gerne vorbeischauen. Dann habe ich es wie schon angekündigt, die nächste Update-Sportsendung. Ich muss so sitzen, das sieht auch ein bisschen komisch aus. Naja, eigentlich muss ich so sitzen, aber anscheinend ist die Kamera wieder schief. Muss ich alles wieder fixen. Mann. Na gut, dafür habe ich jetzt gut über eine Woche Zeit. Dann wird das Ganze halt auch gemacht. Was wollte ich sagen? Genau. Nächste Woche, von Donnerstag an bis zum kommenden Sonntag, da wird es noch eine News dazu geben auf derchotv.de. Wird es nämlich eine Sommerpause geben, eine kleine, die ich auch entsprechend geplant habe. Da bin ich nicht zu Hause. Entsprechend wird es auch keine Videos zu dieser Zeit geben. Es gibt radikale Änderungen. Das habt ihr wahrscheinlich auch gestern schon mitgekriegt. Cedric hat uns gestern beziehungsweise ist seit diesem Wochenende, so kann man das schon offiziell sagen, nicht mehr Teil des DerchotvTeams. Wir danken nochmal dir für diese tolle Zeit. Vielleicht kehrst du ja nochmal zurück, wir wissen es selbst noch nicht, aber ich glaube, das wird noch dauern. Aber das Thema haben wir gestern bei Update Medien angesprochen, weswegen ich euch da gerne darauf hinweisen möchte. Und eines will ich auch noch kurz sagen, bevor wir dann zum Ende dieser heutigen Ausgabe kommen. Wir feiern bald Geburtstag. 10 Jahre DerchotV stehen Mittwoch in einer Woche an. Und ab morgen gibt es für die nächsten 10 Tage nämlich jeweils einen Artikel bzw. einen kleinen Rückblicksartikel auf unserer Homepage auf derchotv.de. Denn wir werden jeweils von den 10 Jahren, von 2008 bis zu diesem Jahr 2018, uns jeweils eine News rausnehmen und mal ein bisschen darüber schreiben, was wir so darüber gefunden haben. Finde ich, ist eine tolle Idee. Ab morgen geht's los mit dem Jahr 2008. Das Ganze endet dann am 1. August mit diesem Jahr. So viel dann dazu. Es wird also jeden Tag noch einen speziellen Artikel dazu geben. Da darf ich mich schon drauf freuen, ihn zu schreiben. Da wünsche ich euch jetzt aber auch noch einen guten Start in die neue Woche, in die letzte reguläre Juliwoche. Und dann ist es bald soweit. Dann ist 10 Jahre DerchotV angesagt. Ich freue mich. Ich hoffe, ihr auch. Das war's von uns. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag und wir sehen uns dann morgen bei Pokémon Heart Gold wieder oder spätestens am 30. August zur nächsten Folge Pokémon Heart Gold. Euch noch eine schöne Woche. Tschüss.